Now, when we look at Wi-Fi 7, this is not a small upgrade. Intel is a proud member of the IEEE and also the Wi-Fi Alliance. But Wi-Fi 7 expands it by taking advantage of a new 320 megahertz band, which is double the capacity of previous generations. I actually have a Wi-Fi 7 router and motherboard live in our showroom just after this event, so you can experience those blazing speeds live. Herzlich willkommen zum neuen Video von CLP Tutorials. Mein Name ist Christoph und ich bin, wie man schon sehen kann, bei Asus. Und zwar hier in der Asus Business Ecke. Und zwar aus einem ganz simplen Grund, weil hier so wenig Leute stehen. Das muss man leider so sagen. Der Hauptbereich ist natürlich der ganze Gaming-Bereich. Und da stehen natürlich auch die spannenden Produkte. Und da ist jetzt richtig viel los. Selbst jetzt noch super spät. Ich habe mir natürlich vorgenommen, mir heute einiges anzuschauen. Zu Beginn gab es eine große Präsentation, sage ich mal. Also eine Art Keynote und die ist jetzt schon vorbei, muss man so sagen. Und jetzt geht es quasi in den Showroom und man schaut sich dort die ganzen einzelnen Produkte an. Hier gibt es natürlich super viel zu sehen, rund aus dem Bereich PCs, also Mainboards, also Hardware und so weiter, Grafikkarten, Gehäuse, irgendwelche Custom-Builds, die natürlich präsentiert werden. Oder wie hier im Business-Bereich natürlich auch Notebooks und so weiter. Für mich ist natürlich ganz klar der spannendste Bereich immer alles, was ums Thema WLAN geht. Und deswegen werden wir uns hier natürlich dann die neuen Wi-Fi 7 WLAN-Router mal ganz genau ansehen. Kombiniert auch nochmal mit dem Stand von Intel. Da geht es nämlich um die Intel BE200, also die neue Wi-Fi 7 Netzwerkkarte, die Intel rausbringen wird. Und das ist natürlich auch hier nochmal ein Novum, weil das ist wirklich Info, die man bisher in der Detailtiefe dann noch nicht gesehen hat. Und das finde ich super interessant. Ich stehe hier vor den neuen Asus Mainboards. Die schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Das Spannende ist aber, vom Prinzip her, dass Wi-Fi 7 hier zum ersten Mal integriert ist. Das Ganze mit der Intel BE200 Netzwerkkarte, die hier verwendet wird, die zwar dieses Jahr nicht mehr auf den Markt kommt, aber zumindest jetzt schon mal bestaunt werden kann. Vom Prinzip her haben wir dann maximal 5,8 Gigabit in der Peak-Datenrate. Das ist natürlich nur die theoretische Datenrate, die ausgehandelt werden kann mit 320 MHz bei Wi-Fi 7 unter guter Empfangsbedingung, damit eben die hohe Modulation von 4K eben genutzt werden kann. Ansonsten kommt man natürlich nicht auf so eine Peak-Datenrate. Und das Entscheidende ist jetzt hier, also wir haben einmal die BE200 drin und dann hat sich Asus noch was überlegt. RPSMA-Buchsen sind ja so generell der Standard eigentlich für WLAN-Hardware, also für externe Antennen und so weiter. Und hier bei diesen neuen Mainboards verwendet Asus einen sogenannten Smart-Q-Stecker, wodurch dann das ätzende Schrauben, man muss es einfach mal so sagen, entfällt. So sieht das Ganze aus. Man zieht dann einfach, beziehungsweise steckt das Ganze einfach. Und das war es auch schon vom Prinzip. Vorteil ist klar, super schnell in der Montage. Ich glaube, viele Leute nervt RPSMA natürlich einfach bei der Montage, weil man das natürlich dann immer richtig reinschrauben muss. Nachteil ist natürlich, dass wir dann jetzt keine Kompatibilität mehr haben zu alten Antennen, weil wir natürlich einen entsprechenden Smart-Q-Connector haben müssen. Sieht aber ein bisschen nach TS9 aus. Ich vermute, dass es TS9 ist. Ich habe es jetzt nicht ausgemessen, aber ich vermute es. Schön ist auch, neues Antennendesign von den neuen WLAN-Antennen. Die sind nämlich jetzt Richtantennen, also gerichtete Antennen. Also man kann auch von Sektorantennen oder direktionalen Antennen sprechen. Das heißt, das sind keine Rundstrahlantennen mehr wie bisher. Natürlich muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Rundstrahlantennen haben natürlich den großen Vorteil, die kann man überall platzieren und das wird immer ungefähr gleich gut oder schlecht funktionieren. Bei gerichteten Antennen ist die Position, also wie ich das System ausrichte, also wie ich die Antenne ausrichte, sehr, sehr wichtig, weil natürlich dann nur in einer Richtung die maximale Performance erreicht werden kann. Dazu hat Asus auch die Software erweitert, die dann jetzt neu die Funktion bietet, dass eben diese Ausrichtung erfolgen kann. Und dadurch sieht man dann auch direkt, wie gut der Empfang ist und das ist auch zwingend notwendig, weil sonst ist eine direktionale Antenne natürlich ein Problem. Das ist, denke ich mal, soweit nachvollziehbar. Das ist der neue Wi-Fi 7 Router von Asus. Den gibt es in zwei Versionen. Das war ursprünglich so noch gar nicht gedacht. Es gibt einmal die Variante mit 30 Gigabit theoretischer Peak-Datenrate, der sogenannte GTBE 98 Pro. Und es gibt noch den, ich sage jetzt mal, bisher bekannten,
den GTBE 98 mit maximal 25 Gigabit. Und die beiden Modelle unterscheiden sich natürlich in einem ganz entscheidenden Punkt. Den schauen wir uns gleich nochmal an. Aber zuerst einmal schaut euch mal an, wie gigantisch dieses Monster ist. Also es ist wirklich ein Riesenschiff. Und man konnte sich hier auch anschauen, wie hoch die Datenrate dann wirklich ausfällt. Und zwar ist der Unterschied zwischen diesen beiden BE-Routern ein ganz kleiner, aber entscheidender. Das ist vom Prinzip her fast die gleiche Hardware. Der einzige Unterschied sind die RF-Frontends von einem der vier WLAN-Module. Ja, richtig, das ist ein Quadband-Router. Und entscheidend hierbei ist, dass eben das Pro-Modell 2,6 GHz WLAN-Module hat und das Nicht-Pro-Modell 2,5 GHz WLAN-Module. Das ist natürlich ein Riesenteil. Preislich wird das natürlich auch kolossal werden, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das liegt natürlich auch an der Gesamtausstattung, ne? 2 10-Gigabit-Ports, 4 2,5-Gigabit-Ports, dann natürlich die 4 WLAN-Module. Das wird richtig was kosten, davon können wir ausgehen. Neu ist natürlich auch, das Kühlungssystem ist alles überarbeitet, es ist auch schwerer, gewaltiger und so weiter. Spannend ist natürlich auch nochmal die Realdatenrate. Das konnte ich jetzt zum ersten Mal sehen, weil ich bisher ja noch kein Testsystem habe. Ist ja noch nichts am Markt verfügbar. Das war natürlich jetzt super interessant. Das heißt, die theoretische Datenrate ist ja 5,8 Gigabit im Peak. Und netto gehen dann wirklich mit iPerf 3, ich habe es mir live angesehen, waren das fast 5 Gigabit, die da durchgegangen sind. Und ich habe auch mal ein bisschen mit den technischen Experten hier gesprochen über das ganze Thema. Ja, welche Voraussetzungen müssen denn geschaffen werden, damit man dann solche Datenraten durchbekommen. Das ist tatsächlich gar nicht so trivial, wie man denkt. Also die iPerf-Version, die man hier eingesetzt hat, ist nicht mal die Standard-iPerf-Version, das ist eine angepasste, weil man bestimmte Sachen nicht so gut über quasi die Software, also das Betriebssystem, beschleunigen kann. Und da kann man dann noch mit einer angepassten Treiber-Version bei Intel dann nochmal das Ganze ein bisschen boosten. Also das ist sehr interessant. Ich habe hier auch viel natürlich über die technischen Details nochmal mit Wi-Fi 7 diskutiert, auch mit technischen Ansprechpartnern, was wirklich sehr, sehr spannend war, und werde da in Zukunft natürlich auch noch mal ein bisschen mehr daraus berichten. Noch zwei kleine Ergänzungen. Windows 11 unterstützt aktuell kein Wi-Fi 7, nur mit dem aktuellen Insider-Preview ist das möglich, was man hier auch noch mal sieht in der Version. Und der zweite Punkt ist, natürlich war die ganze Hardware hier noch eher auf Prototypen-Niveau. Das muss man noch natürlich an der Stelle sagen. Abseits von WLAN gibt es hier natürlich viele Highlights zu entdecken und ich werde euch jetzt ein paar der besten Highlights nochmal zeigen. Displays auf Wasserkühlung sind zwar unnötig wie ein Kopf, aber richtig geil. Das muss man hier einfach mal sagen. Optisch ist das natürlich der Hammer. Das ist die erste flüssigmetallgekühlte Grafikkarte, die aktuell hier gezeigt wird. Die befindet sich natürlich noch im Prototypenstatus, soll aber in Serie irgendwann produziert werden. Und das ist ja wirklich mal ein absolutes krankes Monster. Hier sieht man mal den neuen Access Point, den Expert Wi-Fi EBA63, der vom Prinzip her an Wand und Decke montiert werden kann. 2x2 Aufbau in beiden Frequenzbändern, Wi-Fi 6 und 160 MHz Support zeichnen dieses Modell aus. Zum Preis gibt es jetzt noch nichts zu sagen. Spannend ist aber, daneben steht auch schon der kleine PoE-Switch, den Asus dazu anbieten wird. Außerdem wird es natürlich noch einen Router geben und man hat mir hier versichert, dass auch ein großer PoE-Switch bereits in Planung ist. Also das könnte in Zukunft super spannend werden hier mit der Expert Wi-Fi Serie. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass diese Systeme AI-Mesh nutzen. Das heißt, die sind natürlich auch mit den normalen Gaming-Routern und so weiter kompatibel. Das heißt, da kann man dann wirklich in Zukunft wunderbar hingehen und diesen netten Access Point in die Infrastruktur integrieren. Finde ich super. Natürlich zeigt Asus auch ein paar Smartphones, in diesem Fall das ROG Phone in der Version 7. Da gibt es eine normale Edition und eine Ultimate Edition. Und es gibt sogar was ganz Verrücktes mit externem Lüfter. Aber vom Prinzip her, was mich hieran interessiert, ist natürlich die Wi-Fi 7 Verfügbarkeit über den Snapdragon 8 Gen 2. Ein weiteres absolutes Highlight ist natürlich dieses Tablet, das sich vor allem durch eine Sache auszeichnet. Und zwar diesen proprietären Anschluss der 8 PCI Express Lanes an die externe RTX 4090 bringt. Der TUF Gaming AX 6000, den ich ja bereits getestet habe, den könnt ihr hier auch nochmal bestaunen. Damit neigt sich das Asus ROG Event auch schon dem Ende zu. Ich hoffe, euch hat es gefallen, hier mit dabei zu sein. Für mich persönlich war definitiv das Highlight ein Ingenieur von Intel, der beim Thema Wi-Fi 7 wirklich
tiefgreifendes Wissen hatte, mit dem man da wirklich mal auf, ich sag mal, technisch hohem Level sprechen konnte. Und das war wirklich super spannend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich hoffe, dass ich in Zukunft öfters mal von solchen Events berichten kann, weil gerade beim Thema WLAN gibt es natürlich jetzt auch viel, was neu ist. Und ich denke, da macht es schon Sinn, sich im Vorfeld genau zu informieren, um dann auch wirklich zu wissen, worauf es ankommt. Und ich glaube, da war dieser kleine Einblick super hilfreich. Und an der Stelle kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.